Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alaikum salam, Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön, mein Bruder, dir auch. Guck mal, ich will dir Danke. nur eine Sache sagen. Möge Allah dich recht leiten, dafür, dass du so viel Fitna machst Allah zwischen kann den niemand Christen recht und den leiten. Muslimen. Hä? Allah kann niemanden recht leiten. Allah ist nur ein Bein. Möge Allah dich recht leiten für deine Lügen. Totoje pesare Sagt doch selber von sich, dass er durugmiya ein Bein. toje kasiyasike durugmigi dafti dine tu kuruhti keşmare tu kuruhti Amit tu Kur'an ki nevişte. Çünkü ben durug miyim? Ne to durugmigi to behter mitunyi az bagye sohbat koni bachay ahmaq tu yari tu zet shno ma mit jemand auseinander der auf dein level ist was dein Wortschatz angeht. Dann will ich sehen, ob du Das hat doch nichts so mit munter Wortschatz zu machst, tun. Wenn wie so etwas im sagst. Koran Ja, wenn verzeichnet wird, dann ist etwas im nee. Koran verzeichnet. Da gibt es doch Tu gar nichts dran warest. rumzurütteln. Tu waresari az unai dige. Tu miri fakat duruk, tu Buna miri kim ufak? fakat duruk Buna migi, tu fakat miri ticaret bir duruk. fişer. Deswegen Tu ein bisschen fakat taktik miri, yapacağız adam. tu fakat miri duruk migi, keina bağım dige Sobald dava jemand şun durur. beşe. Verstehst du, Yani was ich ma az meine? Koran bekunam, yani ma az Koran ayatı bekunam, migam ben durur migam ha? این دروغی که تو داری میگی، این کجا نوشته؟ کجا نوشته؟ تو میری دروغایی که تو اینترنت نوشته. اوکی، ich frage dich eine Sache. Ich will nur eine Sache von dir wissen. Ganz vernünftig und anständig. Was bist du, Katholik oder Weder noch, ich bin ein wiedergeborener Christ, der dem Herrn Jesus Christus nachfolgt und von neuem geboren ist. Okay, ich frage dich jetzt eine Sache. Ich frage dich eine Sache, wenn jetzt ein, Ja, nur ein. wie viele Sachen willst du denn noch fragen? Du sagst, ich frage dich eine Sache. Nicht Ich so, frage dich eine Sache. das ist Chanter, dein Digga. Niveau. Du weißt ganz genau, ich werde dich jetzt auseinandernehmen. Verstehst du, wie ich meine? Und jetzt versuchst du irgendwie auf ein anderen Level zu bringen. Aber ist kein Problem. Wenn Was jetzt, für ein wenn jetzt ein anderes Katholik, Level wenn jetzt bringen, ein oder geht's Katholik, ein sogar? kleines Kind, wenn jetzt ein Katholik, ein kleines Kind vergewaltigt. Diese ganzen Geschichten, die jetzt rausgekommen sind, dass sie diese kleinen Kinder da vergewaltigt haben und misshandelt haben sexuell. Willst du jetzt diese ganzen Christen auf ein Level, auf ein Niveau stellen, sagen, die sind alle gleich, nur weil einer das gemacht hat, wenn jetzt ein Muslim geht und sich in die Luft sprengt, was natürlich falsch ist und das im Namen Allahs macht, was natürlich nicht der Wahrheit entspricht, heißt es jetzt, wir sind alle so, heißt es jetzt, ich bin so, meine Eltern sind so, meine Familie ist so. Nein, habe ich nicht gesagt. Habe ich nicht gesagt, aber er kann sich seine Legitimation aus dem Koran nehmen. Das ist der himmelweite Unterschied. Ja, kann er machen, aber was, wenn er es falsch Ja, interpretiert? also Was, wenn hast er du den gerade Islam falsch zugegeben, kann er machen. interpretiert? Also bist du damit einverstanden? Nein, ich hab gesagt, nein, natürlich nicht. Guck mal, was du sagst. Du hast doch gerade gesagt, kann er Ehrlich, machen. Ja, also, ich jetzt aus will, dem Koran Gejalat nicht vor der abgeleitet hat Fitnat. man sich selber und Hör mal angetötet. zu. Er macht es und ich distanziere mich von sowas zu 100%. Es ist absolut falsch. Du willst uns Ja, ganzen du Muslime unter distanzierst einen dich, Schein. aber der Nein. Koran sagt doch etwas Hör zu. anderes. Wenn er interpretiert den Islam falsch, deswegen macht er es. Genauso wie der Katholik Ja, es wie im kann man denn Namen. Allahs Worte da missverstehen, wenn er sagt, Allah hat für euch das Paradies erkauft und ihr müsst eure Seele einsetzen und töten und getötet werden? Ja, was ist Das, denn was du daran sagst, falsch zu stimmt nicht. interpretieren? Das, was du sagst, stimmt nicht. Obwohl, Das ist eine warum? falsche Ja, lies doch für Information. uns vor. Du bist auch kein Muslim. Du bist ein Muslim, der auch kein Koran zu Hause hat, richtig? Woher willst du das wissen? Ja, mach dann, schlag bitte deinen Koran auf. Guck mal, mein Lieber. So, das steht definitiv nicht Aha, im hat man dich Koran. wieder erwischt. Ich dachte, du willst mich auseinandernehmen, aber ich sehe die ganze Was Zeit, machst du dass denn? du Du nur am erzählst Fall nur bist. Lügen. Du erzählst nur Lügen und die Leute glauben es. Du erzählst Jetzt nur kommst Lügen du und du wieder, glaubst ich es. erzähle von Lügen. Du bist Alles, ein was du Muslim, sagst, ist redest gelogen. einfach, Alles, was hast du kein sagst, Koran. ist Ich sage gelogen. dir, schlag deinen So Koran drauf und sehe, wo die ihre Legitimation nehmen, das willst du nicht machen. Du willst einfach nur reden. Nein, ich bin schritt. Du bist doch der nur Lügen erzählt. Du bist einer, du Ja, festigst aber dich ich nur bring mit doch deinen meine Lügen. Beweise. Wo sind denn deine Wo sind Beweise? deine Beweise? Wo sind denn deine Beweise aus dem Habe ich doch Internet? gerade Das, was du aus gesagt. dem Surah Internet. 9, Vers 111. Hast du Schlag einen du doch den Koran Koran zu auf. Hause? Ja oder Schlag du den nein? Koran auf und Hast du sag, einen wo Koran steht. zu Hause? Ja Schlag oder du nein? den. Nein, hab ich nicht. Hab Koran, ich gerade nicht. Koran, Nein, nein. Kunandari, hallo. Nadoram, Koran, nadoram. Kunandari. Nadoram, nadoram. Tutu maschine darik ala Ah, müşümbedin. seht ihr Tutu Leute, er ist maschine auch ein darik. Muslim, der keinen Tutu, Koran zu Hause hat. maschine Kein darik Muslim hat alan. einen Koran zu Hause. Tu alan tu maschine diye Koran darik ki müşüm bedi ki ini ki tu darik migi doğruste. Ja, aber ich habe doch Kecalat dikiş wenigstens Internet. kovadın Ich kann doch die su. Internetseite aufmachen. Stimmt nicht. Koran.de. Das, was im Internet steht, stimmt nicht. Alles, was im Internet stimmt, alles, was die Bild-Zeitung schreibt, stimmt. Willst du mir das sagen? Alles, was die Bild-Zeitung schreibt, stimmt?
Na, komm, hör auf, diese Worte zu sprechen. Ich krieg Frage direkt dich so eine Sache. Alles, Lachkrämpfe. was, ich frage dich, alles, was im Internet Hör doch steht, bitte auf damit. stimmt alles, was im Internet steht? Stimmt alles, was im Internet steht, Das wenn ist das, doch wenn. von Muslimen die Seite, die sagen, das ist der Koran, übersetzte Koran. Da kannst du doch nachprüfen. Nur weil die sagen, dass das keine Muslime, nur weil die sagen, dass die Muslime sind, sind die keine richtigen Muslime. Nur weil die das Du sagen. kannst doch die Seite überprüfen und deinen Koran aufschlagen. Jeder Muslim, der das tut, was du gerade sagst, ist kein wahrhaftiger Muslim. Weil im Koran steht, ein Mensch, der einen anderen Menschen umbringt, bringt die ganze Welt um. Das steht im Koran drinnen. Ja, aber das steht in Sure 5, Vers 32 und da steht, oh, ihr Kinder Israels, daher haben wir euch angeordnet, den Kindern Israels. Stimmt nicht, lügst du. Stimmt Ah! nicht, stimmt nicht. Siehst du, das Stimmt stimmt nicht. nicht. Alles, was Stimmt ich nicht. sage, alles, was Dr. Scheel sagt, stimmt nicht. Jeder kann es selber prüfen, Sure 5, Vers 32. Der nächste Vers ist für euch Muslime. Ich sage dir ganz ehrlich, alles, was du sagst, stimmt nicht. Alles, was du sagst, ist einfach nur eine Lüge. Möge Allah dich wirklich recht leiten. So, ich habe dir nicht viel zu sagen, weil im Endeffekt, du wirst am Ende des Tages nur Lügen erzählen. So, man kann mit dir nicht auf normale Ebene diskutieren. Obwohl ich dir Verse und alles nenne und sage, schlag doch in deinen Koran nach. Da sagst du die ganze Zeit, ich bin am Lügen. Was soll das? Na, tu duruch mi git, tu khodet Hast mi du duri Angst? duruch Ja, mi also git. Mitte Tu heißt die, Mitte heißt die, khodet mi dass es auf einmal dort steht, ne? Mitte heißt die, ne? Az Schalt mal, du chi hast mitarsam? gegangen. Und Az schalt tu mal, du hast mitarsam? gegangen. Schalt mal, rein zu Koran in den Wichte. Na, tu i duruch i, dadas, tu khodet mi Obwohl, duri duruch ja, geh doch prüfen, wenn ich lüge. i. Ja, ich brauche es nicht zu prüfen. Ich brauche es nicht zu prüfen. Das, was du sagst, Okay, wenn du stimmt nicht nicht. prüfen Du willst, weißt dann nicht. tut es mir wirklich leid. Okay. Bleib Khodafez, trotzdem gesund, Aziz. pass auf dich auf, inshallah wirst du recht geleitet von Allah und. Khodafez, Aziz, Khodafez. Gott möge Khodafez. dir helfen, ehrlich. Khodafez. Ja. Dr. Scher ist nur am Lügen. Also ich stelle mich hier hin mit meinem Gesicht und bin nur am Lügen. Das ist unglaublich. Ich sage, wo es verzeichnet ist, er mich nur am Lügen. Guck mal hier, direkt Verstoßverwarnung. Ist das zu fassen? Khodafez, ja genau. Khodafez. Hast ihn erwischt, kein Koran zu Hause. Ihr müsst nur fragen. Du bist Muslim? Da musst du auch Koran zu Hause. Nee, ich habe kein Koran zu Hause. Immer. Immer dasselbe. Immer dasselbe. Und dann sagen die zu dir, du bist ein Lügner. Du bist nur am Lügen. Du bist nur ein Lügner. Guck mal, mein eigener Landsmann. Mein eigener Landsmann. Ich sag zu ihm, dann geh doch prüfen. Hast du Angst, dass es wirklich da drin steht? Oder wie macht man was los mit dir? Deswegen müssen wir wieder das Lied für ihn anmachen. Warte. Mein Lieblingslied, wenn Muslime reinkommen. Mein Lieblingslied. Ein Moment. Immer wenn die uns vorwerfen, dass wir lügen hier. Bitte schön. That's your BMW? That's your girl? Bestes Lied, ey. I don't fuck you lying, I always lying. No man, Hätte ich das direkt für den angemacht, damit er sagt, ja stimmt, da hast du recht. Ach Mann, ey. Why are you always lying? Ich nenne alle Verse und die Suren, wo er selber hinlaufen könnte, um das nachzuschlagen, er macht er nicht. Da sage ich, hast du einen Koran zu Hause? Sagt er, nein. Was bist du für ein Muslim, ey? Ja, aber liebst du mich? Ich tue, nee, dem tue ich dich nicht. Warum?
Ja, Bruder, das, was du da erzählst, ist echt mal, man weiß nicht mehr, was man dazu sagen soll, ne? Was denn genau? Was hat dich denn gestört? Bruder, deine ganzen Sachen, die du da preisgibst, ich finde, ich weiß nicht, für was du das machst, ob du da irgendwie Stress machen willst oder... Ja, damit du deine geistliche Freiheit zurückbekommst, die dir geraubt wurde. Niemals, Bruder, niemals. So eine geistliche Freiheit kannst du nicht so bewirken, geht nicht. Ja, doch, du siehst ja, dass zigtausend von Muslimen aufgewacht sind. Das sagst du. Ja, das gibt mir ja recht. Was meinst du, wie viele Nachrichten ich bekomme? Ich habe gar kein Problem mit Religion. Das heißt, sprich, ob Christ ist, Jude ist, ist egal. Für mich ist es egal. Aber das, was du machst, finde ich nicht korrekt. Sag ich dir ehrlich. Und ich weiß auch ja, gar nicht. Ja, kann ja sein, dass du nicht korrekt findest. Ich frage dich mal jetzt so, was mich am meisten interessiert ist, hast du keine Probleme draußen? Nee, ich bin Dr. Sheikh Abu Amir. Ich habe keine Probleme, werde auch nie Probleme bekommen. Ich bin der Dr. Sheikh aller Dr. Sheikhs. Sagst du? Sagst du? Ja, das sag ich. Wallah, yani, irgendwann kriegst du bestimmt 100% Probleme. Nein, Dr. Sheikh Abu Amir ist überall bekannt. Kein Problem, er kann überall hinlaufen. Aber ich sag mal so, guck mal, jetzt mal ganz ehrlich, ich will jetzt keinen Drohnen oder was weiß ich was, aber wenn ich dich sehen würde, dann ja. Ich weiß nicht, wie das eskalieren würde, weil das echt, guck mal, ich bin jetzt nicht... Warum? Aber das würde warum, echt macht deine, warum macht dich deine Religion nicht Bruder, sanfter und ruhiger? Bruder, meine Religion, ich sag dir ganz ehrlich, unsere Religion ist eine sehr schöne Religion, das weißt du selber. Ich ja, weiß, aber was ist denn daran schön, ein Kleinkind zu heiraten, wenn Allah das sagt? Ist das schön? Ey, sag mir mal bitte, deine ganzen Versen, die du da rausholst, ne, wo das überall mal steht. Ja, ne, ich weiß nicht, du bringst das so rüber, ob das so voll stimmt. Was steht denn bei, was steht in der Bibel zum Beispiel drin? Ja, ich sage ja zum Beispiel, was in der Bibel steht und ich sage auch, was im Koran steht. So. Aber wir können ja, doch nicht das, einfach leugnen, was im Koran steht. Das ist doch Quatsch. Wallah, Bruder, ja, ne, ganz ehrlich. Ich weiß, ich warte nur auf den Tag, bis du. Deine Kollegen, ich weiß nicht, wer die sind, diese beiden anderen Freaks da, die auch jeden Tag über den Islam lästern und. Ich habe mit niemandem hier was zu tun. Ich mache mein eigenes Ding. Die machen ja, das so, was ich mache. Du weißt, wen ich meine, ne? Ich kenne hier niemanden auf TikTok. Nur. Du weißt, guck mal, du bist ein ganz großer Fuchs, bist du. Ich sehe das an den. In den du bist ein Fuchs. Du bist abgeklärt. Ja, das stimmt gar nicht. Doch, doch. Bruder, doch. Guck mal, ich sag dir, Bruder, ich finde das lustig. Ich sag dir, guck mal, ich finde das lustig. Und ich sag dir ehrlich, irgendwann kommt der falsche Typ zu dir und dann wird das richtig eskalieren. Das spielt keine Rolle. Das spielt keine Rolle. Das ist nicht schlimm. Doch. Und ich sag dir, guck mal, zu dir bin ich noch sanft. Aber die anderen beiden, die das machen, ich will da nicht die Namen nennen, ungelogen, die werden richtig von mir kassieren. Aber richtig, dafür werde ich sorgen. Ja, aber du musst ruhiger Bruder, werden, mein Lieber. Du musst diese Kritik nein, auch... Nein, das hat nichts mit Religion zu tun. Eselficker zu nennen und was weiß ja, ich. Ja, okay, das ist natürlich schlimm, da hast du recht. Aber trotzdem darfst du sie nicht schlagen oder so. Bruder, das geht nicht. Oder über die Bosnien zu lästern und was weiß ich. Ihr seid doch alle... Bosnien? Was hat denn Nationalität damit zu tun? Ich weiß ja, er hat ja gesagt, ich weiß ja, was das für einer ist. Ich glaube, er ist Serbe selber. Und hat dann über die Bosnier geredet und was weiß ich was. Aber das, was er macht, ist auch nicht korrekt. Und deswegen sage ich, ich bin so einer, ich warte nur auf den Tag, bis ich diese beiden Pisser erwische und dann kriegen die richtig Probleme. Aber richtig, ja, auch, du ehrlich, darfst keine Drohungen hier aussprechen. TikTok sportlich. So, Leute. Du musst dich beruhigen, mein Lieber. Ich beruhige mich, Bruder. Du musst nicht in mich hineingehen. Du musst Gott bitten, dich ruhiger zu machen. Das Bruder ist nicht normal. Ich sag, Bruder, jede Religion ist schön, sage ich dir ehrlich. Aber das, was ihr da macht, ihr versucht irgendwie einen Keil zu setzen dazwischen und dann irgendwie die Religion so schlecht darzustellen, wie es nur geht. Du warst selber mal Muslim. Du warst selber einer von denen. Okay? Und jetzt stellst du das so hin, als ob wir irgendwelche Tiere wären und was weiß ich wär's. Das ist nicht schön, was du da machst, ehrlich. Nee, ich zitiere nur einige Quellen so und dann denke ich mir so, das kann nicht wahr sein. Warum zeigt uns das denn niemand? Bruder, Gedanken machen, das ist doch keine normale Religion mehr. Das hat ja nicht so mit einer Religion zu tun. Wenn du zum Beispiel, was ich gerade eben gezeigt habe, dass in Al-Mughni von Ibn Qudama, einem Großgelehrter, verzeichnet ist, dass wenn ein Mann den Finger in die Vagina eines Kleinkindes steckt, ist keine Bestrafung für das Mann. Bruder, ich weiß nicht, wo du das herholst. Ehrlich jetzt. Ich höre das im Buch von Al-Mughni. Guck mal,
guck mal, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, ob du das kennst, ob dieses Content von YouTube, da wo die da die Bibel verhüllen und die, den Koran verhüllen und dann sprechen sie das irgendwie auf den deutschen Straßen an und dann sagen die, oh, das ist bestimmt die, das sind bestimmt die Muslime, die dann die Leute umbringen und bla bla bla. Ich kenne das. Also findest du das in Ordnung oder ist das da falsch, was sie da machen? Ja, das Problem dabei ist, die beachten nicht den Kontext. Du siehst also, dass die Leute das zitieren, aber zitieren dann auch nicht die heftigsten Passagen aus Koran und so. Weil dann hätten die Leute auch erheblich im Zweifel würden sagen, was ist das denn bitte? Alter, Wallah, ich weiß nicht, was da bei dir verkehrt ist, Mann, ehrlich jetzt. Ich finde alles richtig. Ich liebe dich und möchte, dass du gerettet wirst. Irgendwas stimmt nicht bei dir, Mann, dass du das... Ich sage dir, ich liebe dich und möchte, dass du gerettet wirst. Da ist irgendwas nicht verkehrt bei mir. Du willst mich retten, weil ich Muslime bin, oder was? Ich kann dich nicht retten, ich kann dir nur deine geistliche Freiheit zurücknehmen, die der Islam dir weggenommen hat. Also beziehungsweise der Herr Jesus Christus uns als Werkzeuge zu benutzen, um dir deine geistige Freiheit zu geben. Eine Frage, würdest du dich jetzt, mal ganz ehrlich, würdest du dich mit mir an einen Tisch setzen und mit mir darüber diskutieren? Guck mal, über Internet hat jeder eine, pass auf jetzt, ich will dir nicht drohen damit, Bruder, ich sag dir, über Internet hat jeder einen großen Maul und hin und her. Ich möchte das... Dass du vor mir das alles erzählst. Aber es geht doch nicht darum, einen physischen Kampf daraus zu machen. Bruder, du doch. Ich möchte das gerne, dass du das vor mir sagst, alles. Vor mir das sagst. Das sagt er doch. Bruder, das ist... Nein, du musst dich beruhigen. Du musst sagen, Dr. Sheikh Abu Amir, komm, ja, ich lade dich zu einem Zai ein. Du bist ein Gelehrter, ich weiß. Du hast alles drauf. Du musst mir sagen, Dr. Sheikh Abu Amir, komm, ich lade dich zu einem Zai ein. Den Butler mache ich für dich und dann können wir miteinander reden. Hör mal zu, Bruder. Und nicht, Dr. Sheikh Abu Amir, sag das vor mir und dann werde ich mit dir machen und tun. Nein, Bruder, hör mal zu. Du willst mich doch belehren und du willst mir doch die richtige Religion zeigen. Deswegen. Ich will dir nicht die richtige Religion zeigen. Ich will dir den wahrhaftigen Gott und das ewige Leben vorstellen. Das ist der Jesus Christus. Bruder, guck mal, ich schwöre dir, erstens bin ich glücklich, dass du mich reingeholt, weil ich das erste Mal jetzt mit dir reden kann. Und zweitens, meine Meinung will ich gar nicht hier auf TikTok äußern. Weißt du warum? Weil TikTok für mich so eine Dings ist. Du weißt, jeder ist hier drinnen auf einmal King. Jeder ist hier einmal. Ja, das sind die Größten hier drin. Weißt du, was ich meine? Ich meine dich jetzt nicht. Ja, der Barello ist der größte King auf Fitna. Barello, ich kann diese Typen alle nicht hören. Weißt du, was ich meine? Deswegen sage ich dir, ich bitte dich, sag mir einfach, aus welcher Stadt du kommst. Ich komme zu dir. Wie sagen die das auf TikTok? Wir machen Khair, wir beide. Und du erzählst mir deine Ansicht, wie du über den Islam denkst. Und dann sage ich dir meine Ansicht, okay? Und ich will dich nicht belehren über den Islam. Ich komme zu dir mit Motorrad angefahren in deine Stadt. Aus welcher Stadt kommst du? Ich komme aus Düsseldorf, Bruder. Du kommst aus Düsseldorf? Ja. Ja, okay, wo soll ich hinkommen? Nach Benrath, Derendorf, Reichsholz? Nach Rath, Bruder, komm nach Rath. Nach Rath, okay, ja, perfekt. Wo denn da? Westfalenstraße, Bruder. Westfalenstraße, okay. Ich sag dir, Wallah, ich lade dich zum Essen ein. Beste Essen. Ich lade dich zum Essen ein, kein Problem. Auf meinen Nacken. Warte. Bist du damit einverstanden? Ja, ich guck mal, was ich machen lässt. Dreh mal, vielleicht. Würdest du mir deine Nummer schicken? Nein, ich schicke niemandem meine Nummer. Nachher wird die weitergegeben und dann muss ich mir wieder eine neue Nummer nehmen. Da habe ich keine Lust drauf. Warte, Bruder. Wo bist du, auf der Arbeit? Ja, ja. Ein Muslim arbeitet. Was machst du denn? Ein Muslim arbeitet. Das ist nicht selten, dass viele Muslime arbeiten. Gott segne alle Muslime, die arbeiten und nicht faul rumsitzen wie der Jobcenter zu Hause. Der Jobcenter, der hat es ja angetan, ne? Ich lache mich jedes Mal tot, wenn er diese Lieder singt. Ich sterbe vor Lachen, wenn er anfängt, diese Lieder zu singen. Ah, heftig, ey. Ja, der hat sich einen guten Content aufgebaut. Ich habe meinen Kollegen gefragt, der ist auch Marokkaner, der meinte, dieser Punkt so, dieser Dings. Der hat den von oben bis unten beleidigt. Der meinte, ja, beleidige. Was bist du für ein Landsmann nochmal, Bruder? Ich bin Iraner, Perser. Iraner. Du bist Türke? Alhamdulillah, ja. Alhamdulillah, aber du weißt doch, dass Türken nie Muslime waren. Die wurden auch zum Islam. Bruder, bitte, guck mal, ich sag doch, wenn wir jetzt hier anfangen, wenn wir jetzt hier über Internet anfangen und so, ne, über TikTok das machen, das wird eskalieren, das mag ich nicht.
Du musst auch mal hören, was man dir so sagt. Ja, du musst auch nicht sofort ausflippen. Seit Monaten höre ich dir zu. Seit Monaten kriege ich die Krise manchmal. Und ich sag dir doch, bitte lass uns zusammen hinsehen. Komm nach Rad, Bruder. Wir setzen uns hin. Du kriegst ein schönes Eis von mir. So ein christliches Eis, Bruder. Ein schönes Eis. Kaum muslimisches, christliches Eis kriegst du von mir. Du bist der Beste. Du kriegst ein Eis. Wie so ein kleines Kind. Bin ich etwa ein Kind? Du kriegst ein Eis. Ja, Bruder, du kriegst ein Eis. Ja, ne, ich hab... Ja, ne, ja, aber ich will nicht, ich will nur Schischkebab essen und so. Was für Eis? Aber davon werde ich nicht satt. Warte, für dich ist soll doch meine wie sollen meine Muskeln wachsen, Janne? Oh. Damit du so aussiehst wie ich, musst du Eis essen. Mach mal deine Kamera an, ich will mal sehen, wie du aussiehst. Oh, Bruder, willst du sehen? Komm her, ich mach mal Kamera an. Ja, warte. Ah, okay, alles klar, super. Schön. Ich bin kein Fake, Bruder. Gut, sehr gut, wenigstens. Ich bin kein Fake, deswegen sage ich aber dir. Aber wann lädst du mich dann ein zum Shishkebab essen? Wallah, Billa, komm, diese Woche werde ich nicht schaffen, aber nächste Woche, wenn du Zeit hast, komm. Ja, okay, super. Ich will ein schön saftiges Menü essen. Bruder, was du willst. Lecker. Alles auf meinen Nacken, wie wir Kanaken immer sagen. Alles auf meinen Nacken. Alles auf meinen Nacken. Alles auf Nacken von, wie heißt du? Wie ich heiße, Koray Cengiz. Koray Cengiz, ja, alles auf Nacken von Koray. Alle, die gerne was essen wollen, die gerne mitzustoßen wollen, die können sich da hinten in die Ecke setzen und wir reden zueinander, Mann zu Mann. Ja, aber dann werden wir voll emotional, dann wirst du emotional und dann? Oder kann auch sein, dass wir gegenseitig weinen auf einmal. Vielleicht nehmen wir uns dann auch in den Arm und sagen, ich liebe dich. Oder kann auch sein, dass ich dich auf einmal wieder zum Islam konvertiere. Zum Islam bringe? Kann auch sein. Bester Mann, der Cengiz, bester Mann, ehrlich. Gar kein Problem. Aber guck mal, ich folge dir mal, Bruder, ich folge dir mal. Ja. Folgt mir auch mal und immer, wenn ich live komme, können wir gerne rein, bis wir den Tag kriegen, wo wir uns gegenseitig mal, beziehungsweise wo wir uns mal treffen und ich dich einlade in Rad. Ne? Du kennst dich ja gut aus, du kommst mich immer aus NRW. Ich kenne mich sehr gut aus in NRW. Sehr schön. Deswegen können wir mal zusammen was essen. Fährst, genau. Fährst du Motorrad? Hast du Motorrad für dein Motorrad? Ob ich ein Motorrad habe? Nein, Bruder. Ja. Ja, schade. Sonst hätte ich gesagt, lass uns eine riesen Tour machen. Wir nehmen Picknickkorb mit alles. Wir nehmen uns alles mit und dann können wir über alles reden. Koray. Ja, Bruder. Ja. Was arbeitest du denn, Koray? Ich habe eine sehr gute Position. Eine sehr gute Position, ja. Vielleicht kannst du mir helfen, Dr. Sheikh Abu Amir weiterzubringen hier. Dass ich dich endlich befreie von deinen Dingsfahrten. Befreiung? Welch eine nette Konversation wir führen. Warte, warte. Ich komme gleich wieder, ich hole dich gleich wieder rein, ja? Okay. Okay, mein Mister. Der Koray, bester Mann. Der macht Essen klar. Lecker. Bester Mann. Shishkebab. Ich glaube, ich muss mit Koray trainieren gehen. Bizeps größer machen und Gehirn schrumpfen.
In der gesperrten A45 bei Lüdenscheid. Jesus Christus ist der wahrhaftige Gott, ja, Amen, sehr gut. Bist du in Lüdenscheid? Nein. Jesus beschützt dich, Amen. Auf ihn vertrauen wir, auf ihn setzen wir, auf ihn, ja. Wir geben unsere Seele dem Herrn Jesus Christus. Amen. Vielen Dank für die ganzen Likes und die ganzen Geschenke, ihr Wundervollen. Möge der Jesus Christus euch segnen, behüten und beschützen und euch das Zehnfache geben. Lasst in dieser schwierigen Zeit niemals die Hände des Herrn Jesus Christus los. Geistlich gesehen. Haltet am Herrn fest. Was im Kindergarten ab 3 Jahren, was sie denen da so beibringen, Doktorspiele und sowas. Dann das Programm, was man einem Dreijährigen dann beibringt. Pädagogisch wertvoll beigebracht. Das ist eine Katastrophe, ist das, was hier abgeht.
auch noch mitnehmen, oder was? Da hast du, die kriegst du auch noch, oder? Let's go, Hetzis. Alex antwortet, was die da gemacht hat. Ah, wir schliffen hier im Auto. Das ist mein kleiner süßer Coco. I'm in love with my Coco. Bester hier. Das ist ein Hund neben dir. Ja, genau. Jetzt sind wir mit mir. Ah, in der Alfatia werden wir verflucht zum Schluss. Stimmt das? Ja, natürlich, natürlich. Wir sind diejenigen, auf die Allahs Zorn ist. Und die Verfluchten sind bei Allah die Juden. Das ist heftig, ne? Jeden Tag werden wir milliardenfach, also werden die Juden milliardenfach in Al-Fatiha ja, verflucht, ne? Unfassbar.
Sieht so aus wie so ein Albaner, ey. Hammer, ich könnte auch richtig als Albaner durchgehen, ne? Schön mit hier schwarz-rot, ne? Albanische Farben. Richtiger Shqiptar. Oi, Shqiptar! Oi, Shqiptar! Felimenderit! Danke! Was steht denn in Jamia Tilbe die Elf? Ich will auch lachen. Ich will auch viel lachen. Ich liebe es zu lachen. Wisst ihr eigentlich, wie gesund Lachen ist, ihr Lieben? Das ist so gesund für den Körper, wenn ihr sehr viel lacht. Sehr, sehr viel. Deswegen sagt man ja auch, nicht umsonst, Lachen ist gesund. Weil so viel Stress auch abgebaut wird. Weil was passiert, wenn du den ganzen Tag so depressiv durch die Gegend läufst und nicht so lachst und keine Freude in dir hast? Da muss ich selber jemand fragen, ja. Oh, das tut so gut, endlich seinen deutschen Pass abgeholt zu haben. Oh, ist das schön. Endlich habe ich einen deutschen Pass bekommen. Die Hetzerei hat sie ihre Frucht getragen. Mr. Hetzmann hat endlich seinen deutschen Pass bekommen, ihr Lieben. Schön auf BRD. Ah, ihr Kleine, ne? Glückwunsch! Jetzt bin ich Personal von BRD. Ich habe einen Personalausweis. Ist das heftig, ey. Danke, jetzt darf ich schön arbeiten fürs Finanzamt hier. Und für, wie heißt der? Ja, Jobcenter Mustafa. Für den darf ich den ganzen Tag arbeiten. Kein Problem, Habibi, nimm. Für Herr Jobcenter, kein Problem, damit der Marmeta essen kann. Marmeta. So. Die Verbindung ist aber heute stabil, ne? Heute ist richtig gut. Armin, ich kann man nur lieben. Ja, ich möchte, dass ihr mich liebt. Das, nicht, dass ihr mich hasst. Das ist das. Ihr müsst Dr. Scherer aber mir auch Liebe zeigen. Und wie geht das am besten? Indem man 800 Löwen sendet und 700 Universen. Und zwischendurch solche Wale, die müssen ja auch rumschwimmen. Meine Liebe drückt sich dadurch aus. Nein, ihr Lieben, dass ihr allein schon hier seid, dass ihr auf den Bildschirm tippt, dass ihr mir zuhört, dass ihr euch Gedanken macht um eure Ewigkeit, dass ich euch ins Herz sprechen darf, dass ich euch sagen kann, dass der Herr Jesus Christus euch liebt und euch retten möchte, ist für mich mehr, als wenn mir jemand 15 Löwen schickt und 8 Millionen Universen, versteht ihr? Dass jemand eine Entscheidung für den Herrn Jesus Christus getroffen hat, aufgrund meiner Aufklärungsarbeit oder aufgrund, dass ich ins Herz reden oder ins Gewissen reden konnte, ist für mich mehr, als wenn mir jemand einen Lottogewinn gibt. Ganz einfach. I love you, Bro. Ich schicke dir gleich einen Aslan. Gott segne euch, ihr Wundervollen. Ein Aslan, ein Löwen, das ist auf Türkisch Löwe, ne? Ja, Aslan. Wieso bist du vom Islam weggegangen?
Ja, weil ich mir Gedanken gemacht habe um meine Ewigkeit. Ich wollte also nicht wahrhaben, dass Gott nicht in der Lage war, sein Wort vor Verfälschung zu beschützen. Und musste herausfinden, was es auf sich hat, ob die Bibel akkurat ist, ob man der Bibel vertrauen kann und wer der Herr Jesus wahrhaftig ist. Wer ist der wahre Jesus? Das muss man sich fragen. Weil der Koran sagt, dass er nur ein Prophet wäre, irgendwie der ein paar Wunder vollbracht hat, aber nicht Gott selber ist. Und die Christen und die Bibel sagt eindeutig, dass Jesus Christus Gott ist und dass er ins Fleisch gekommen ist, dass Christus ins Fleisch gekommen ist und diesen verherrlichten Körper annahm und für die Sünden der Menschheit bezahlt hat. Das sehen wir durchweg der Bibel hindurch. Wenn du also anfängst mit dem Alten Testament bis hin zum Neuen Testament, merkst du, dass die Bibel eindeutig darüber spricht, dass Gott sich selber ankündigt, auf diese Erde zu kommen. Und das in unzähligen Versen aus dem Alten Testament. In Zacharia, Micha und Jesaja und die ganzen anderen Propheten, die darüber berichten. Ja, zusätzlich kommt noch dazu, dass man sich dann Gedanken macht, wer ist denn jetzt dieser wahrhaftige Gott? Ist das jetzt Allah oder ist das doch Jesus Christus? Und kann man das beweisen? Und man sieht eindrucksvoll, dass der Jesus Christus die ganze Zeit behauptet hat, Gott selbst zu sein. Ja, das kann man nicht mehr außer Acht lassen, ne? Sonst ist man unehrlich. Zusätzlich dann noch zu dem Ganzen kommt noch die Kreuzigung drauf, die Allah aussehen lässt wie den größten Betrüger aller Zeiten und Jesus wie einen totalen Versager, der nicht in der Lage war, das Heldentum sozusagen anzunehmen und für die Menschheit zu bezahlen. Nee, er ist wie so ein Feigling, guckt da so sich die Kreuzigung an und lacht sich eins ins Fäustchen, während ein anderer, der ähnlich ihm aussah, gekreuzigt wird. Das ist so die Geschichte, die im Islam vorhanden ist. In Sure 457. Allah lässt somit das gesamte Christentum entstehen. Dreieinigkeit, Konzil zu Nicea. 600 Jahre wartet er, anstatt sofort einen Propheten zu erwecken, der das Ganze dann auflöst. Nein, er lässt alles entstehen. Und dann kommt er auf einmal mit seinem letzten Propheten 600 Jahre später mit Mohammed und der sagt, nein, Jesus wurde nicht gekreuzigt. Es erschien ihm nur viel mehr so. Wer kann denn sowas noch ernst nehmen? Wer? Der Koran wurde einfach ins Leben gerufen, um Juden, Christen und alle Andersgläubigen zu unterdrücken. Mehr ist das gar nicht. Wenn du den Koran durchweg liest, merkst du, dass es eine Streitschrift gegenüber den Juden, Christen und alle Andersgläubigen ist. Und die Anhänger des Islams aufgefordert werden, gewaltsam jedes Land zu erobern und überall Allahs Gesetze einzuführen. Dann wirst du selber merken, dass der Islam einen ganz, ganz bösartigen Kern in sich hat. Ganz bösartig. Selbst Muslime, die nicht so jetzt religiös sind, werden unterdrückt aufgrund der islamischen Texte. Weil wenn du nicht nach den Grundlagen und den islamischen fünf Säulen lebst und danach handelst, betrachten die Muslime dich als ein Käfer. Und es gibt manche, die werden dann physisch dich angehen. Nicht nur manche, sondern abgedeckt durch die Scharia. Sobald ein Kalifat errichtet wird, das haben wir im Irak und Syrien gesehen, was für eine Schreckensherrschaft dort am Tag lag, ne? Dort an den Tag gelegt wurde, ne? Als der islamische Staat den Leuten gezeigt hat, was es heißt, unter der wahrhaftigen Scharia zu leben. Da kannst du keine Faxen machen. Da geht die Scharia-Polizei rum, kontrolliert, ob alle auch islamkonform sich benehmen, aussehen und so, ja. Und jetzt zieh dir mal hier in der heutigen Zeit die Muslime in Europa rein, die alle sagen, Alhamdulillah Muslim. Die sind ja alle eines Tages dran, alle, allesamt. Du kannst doch nicht Scharia mit Islam vergleichen. Also ich meine, wie verrückt ist denn dieser Kommentar bitte? Hat Gesetze, Gebote und Verbote, die die Muslime durchsetzen müssen. Und das sehen wir in Sure 5, Vers 44. Wer nicht mit dem richtet, was Allah herabgesandt hat, der ist wahrhaftig ein Frevler und gehört wahrhaftig zu den Ungläubigen. Siehst du? Und die Muslime müssen sehen, was Allah für Gebote und Gesetze im Koran erlassen hat, damit sie das auch an den Menschen praktizieren. Gottes Gesetze, also nach ihrer Vorstellung Gott. Also dieser Allah, ne, der da von Anfang an ein Menschenmörder war.
Okay, habe es blöd formuliert. Na gut, wenigstens siehst du was ein. Shalom Aleichem. Ja? Also an die ganzen Muslims hier, ne? Die sich hier widersprechen mit Army ist kein Ex-Muslim. Ihr widerspricht eurer Theologie. Das ist doch unfassbar. Das ist so. Ihr sagt, Army ist kein Ex. Jeder ist nach eurer Theologie Muslim. Was ist denn das für eine Aussage? Das ist erstmal der Antwort. Du bist auch ein Muslim gewesen. Du bist auch Ex-Muslim. Ich bin auch Ex-Muslim. Das Ding ist. Ihr alle hier im Chat, ihr seid alles Ex-Muslime. Und weißt du, was das Krasse ist? Also, warum ich gekommen bin, ich würde dich fragen, du sprichst immer über Wunder des Korans, dass du sie auch mäßig widerlegen kannst. Könntest du zum Beispiel eine Sache widerlegen? Das würde mich interessieren. Was denn? Ich weiß nicht, irgendwas. Die sprechen ja immer von in Sure 57, 57.000 Kilometer Sonne von Erde entfernt, irgendwie sowas. Du weißt das doch selber. Ja, das Problem ist, die suchen auf einmal einen Vers und dann machen die irgendwelche Berechnungen und dann sagen die, so und so viele Wörter kommen so und so viel vor. Das ist doch Quatsch. Der Koran ist doch kein Buch der Wissenschaft. Deswegen sagt man im Englischen, the Koran is not a book of science, but it is a book of sign. Also der Buch der Zeichen, nicht der Wissenschaft. Deswegen sagt auch Ali Dawa, Gott sei Dank, sagt er, alle wissenschaftlichen Wunder im Koran sind widerlegt worden. Er hat es zugegeben. Amir. Ja. AKA Deutschlands Endzeitprophet. Ey, das Ding ist. Wer ist der beste Sheikh von ganz Deutschland? Sag es. 100% du. Sheikh Abu Amir. 100%. Ey, aber wir müssen wirklich eine Sache. Eine wirklich wichtige Sache. Ja. Was ist denn der Effekt vom Koran, ehrlich, weil der Koran hat der Bibel nichts Neues beigetragen. Was wir zum Beispiel von Passagen haben, wie zum Beispiel, dass es in der Endzeit zwei Völker geben wird, Gog und Magog, das haben wir auch in der Bibel. Ja. Also was hat Mohammed da Neues prophezeit? Das frage ich mich. Warum ist gar nichts. Er ist einfach nur jemand gewesen, der einfach den Koran erfunden hat, beziehungsweise den Koran erfunden hat, um an Frauen und Geld ranzukommen. Das sehen wir ja in Sure 33, Vers 50. Habe ich schon tausendmal gesagt. Man merkt eigentlich, dass Mohammed eigentlich schon den Islam ins Leben gerufen hat, um Geld, Frauen und Macht zu bekommen. Eindeutig. Jeder kann es nachschlagen. Dein Internet. Mein Internet ist wieder schwach. Ja. Hört ihr mich? Hängt. Jetzt. Hang. Hörst du? Jetzt wieder hörst gut. Du mich? Ich höre dich. Dich okay. Höre ich die ganze Zeit, aber ihr hört mich nicht die ganze Zeit, ne? Ach so, okay. Das ist halt die Frage, die ich mich frage. Es kann doch nicht sein, dass jemand kommt und einfach wiederholte Passagen der Bibel in sein Buch wieder reinnimmt. Dann bring uns doch was Neues. Das kann doch nicht sein. Das macht doch. Was heißt denn Prophet? Was ist ein Prophet? Was ist ein Prophet? Aber warte. So, da bin ich wieder. Army, was ist ein Prophet? Jemand, der prophetisch, weil dass Gott ihm prophetische Dinge sagt und er prophetische Aussagen tätigt, die auch in Zukunft eintreffen werden. Das ist ein Prophet. Richtig. Ist ein Prophet ein Kopierer? Er bekommt nur das vom Herrn, was er den Leuten mitgeben soll, als prophetische Eingabe. Und wenn ein Prophet daherkommt und Sachen einfach sagt, die nicht der Wahrheit entsprechen, wie zum Beispiel, dass der Mohammed gesagt hat durch Jibril, dass die Frauen Spermien haben, das aus den Rippen rauskommt, dann wissen wir, dass es ein falscher Prophet war. Weil zu der damaligen Zeit
war der Wissensstand ja noch gar nicht so groß. Deswegen konnte Mohammed halt mit diesen sogenannten wissenschaftlichen Wundern zu der damaligen Zeit so punkten. Die waren natürlich sehr beeindruckt, ne? Und die konnten das halt nicht herausfinden. Aber jetzt mit der modernen Technik sehen wir, dass es alles Quatsch ist. Auch die Stadien, die Embryologie, wie Allah das beschreibt. Zuerst kommt der Knochen und dann wird das Fleisch gebildet und. Das ist ja Quatsch. Man ist so ein Fötus und aus diesem Fötus entsteht dann alles, so diese Fleischmasse, so alles der Knochen wird dann gebildet. Als eine noch nicht dagewesene Fleischmasse. Die sprechen, die sprechen ja immer über diese Flüssigkeit, aber was soll denn diese Flüssigkeit sonst sein? Das fragen wir uns, das ist doch die Frage. Was soll die sagen es doch, die Flüssigkeit ist Sperma. Mohammed sagt, dass die Frauen Spermien haben, das dünn und gelb ist. Und die Männer Spermien haben, das dick und weiß ist. Und wer auch immer zuerst kommt, dem wird das Kind ähneln. Das ist eine Katastrophe, ist das. Eine einzige Katastrophe. Frauen haben keine Spermien und das ist auch nicht wissenschaftlich bewiesen worden, dass wer auch immer zuerst kommt beim sexuellen Verkehr oder Akt, dass das Kind dem Elternteil ähnlich aussieht. Das ist völliger Blödsinn, Mann. Guck mal, weißt du, was das Problem dieser Gesellschaft ist? Meine Familie, meine Nationalität, ja, wir sind alle Christen, ne? Wir sind alle Christen, aber ich habe nie gesagt, aber seid ihr Arabier? Nee, ich bin hier, sage ich nicht. Das Ding ist... Ich bin hier, sage ich nicht. Guck mal, das Ding ist, die Leute essen das, was auf dem Teller ist, ohne zu hinterfragen. Ich habe nicht gesagt, ich bin Christ. Erst seitdem ich mich mit der Bibel beschäftige, kann ich mich Christ nennen und sagen, okay, ey, ich entscheide mich dafür und nicht meine Eltern. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Du musst dich doch selber entscheiden. Nur weil deine Eltern sich für etwas entschieden haben, heißt es nicht, dass es gleich richtig ist. Deine Eltern sind doch nicht, die treffen doch nicht immer die richtigen Entscheidungen. Ihr müsst doch mal hinterfragen. Ihr müsst doch hinterfragen. Ja, doch, meiner ist der wahre Glaube. Nein, ihr müsst genau euren eigenen Glauben in Frage stellen und dann das gucken. Machen die wenigsten. Das waren die wenigsten. Aus Liebe zur Tradition, aus Liebe zur Eltern, aus Liebe. Es gibt verschiedene Gründe. Aber das Problem ist, es geht ja um deine eigene Seele. Du wirst ja eines Tages alleine ohne deine Eltern vor Gott stehen. Ja, und dann? Da bist du nicht auf die Suche gegangen. Hast einfach gesagt, ja, ich hab denen vertraut. Ist doch Quatsch. Das Ding ist, wenn mich jemand fragt, warum glaubst du an die Bibel und dass Jesus Gott ist, ganz einfach, ganz, ganz einfach, kurz und knapp. Warum ich an Jesus glaube und dass er Gott ist? Jesus wird prophezeit. Die alten Manuskripte und Dokumente, die legen sich selber aus, was es im Islam gar nicht gibt. Du musst einen Tafsir aufschlagen, du musst das aufschlagen, du musst auf den Gelehrten hören und was weiß ich nicht wen. Du selber kannst dein eigener Gelehrter der Bibel sein. Du brauchst niemanden. Du kannst dir selber alles auslegen mit der Bibel. Die Tora, das Alte Testament, der Tanach und das Neue Testament ist ein roter Faden. Das ist alles eine Linie. Das baut alles auf sich selber auf, während der Koran kommt und sich komplett von allen unterscheidet. Komplett vom Grundprinzip des Glaubens. Es ändert einfach alles. Und dass man zum Beispiel, wenn jemand den, das meinte Samra el-Hanafi, wenn jemand den Islam verlässt, wird er erstmal beraten, ob er das wirklich will. Und wenn er es immer noch ablehnt, wird er getötet. Das meinte. Der kriegt ein Beratungsgespräch. und wenn er das ablehnt, wird er halt getötet. Und da stelle ich mir die Frage, ein Muslim macht sich indirekt zu Gott. Er stellt sich Gott gleich, weil wer darf nur töten, das Leben nehmen und geben, außer Gott? Wer darf das? Du stellst dich Gott gleich. Das ist ein Fakt. Das ist ein Fakt. Und ganz einfach noch das Allerwichtigste vom Wichtigsten. Mohammed wurde nicht einmal prophezeit. Mohammed wurde nicht irgendwo prophezeit. Und wenn er prophezeit wurde, wurde er im Negativen prophezeit. Galater 1,8, 2. Korinther, Vers 11. Dann wurde er nur im Negativen prophezeit. Und nicht, boah, das wird jetzt die... Das macht doch keinen Sinn. Das macht doch diese mal angenommen... Es sind wirklich die drei Bücher. Ja, der Herr Jesus warnt uns ja vor Mohammed. Richtig. Und das Ding ist, Apostel Paulus hat ja komplett die Situation 1:1 prophezeit, ne? Galater 1:8. 1:1, wenn ein Engel vom Himmel, selbst wenn wir... Wenn wir oder ein Engel im Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen, der sei verflucht. Und weißt du, was noch ein Riesenproblem ist, Amir? Mohammed hat doch die 10 Gebote Mose gebrochen. Ja.
Das ist ein riesiges Desaster. Alle 10 Gebote hat er gebrochen. Das ist ein riesiges Desaster. Alle 10 Gebote hat er gebrochen. Du hängst, Bruder, du hängst. Da könnt ihr mal auf YouTube eingeben, Mohammed und die 10 Gebote, da werdet ihr sehen. Hier, wie ganz, Mohammed, ganz kurz, Ami, ganz kurz. Einfach, ganz kurz, Ami, tut mir leid. Elia schreibt, ja Allah wie, und Bismillah und ey, hört doch auf mit diesen Sätzen, kommt und werdet sachlich. Diese Sätze helfen euch nicht weiter. Oh, das und dies und was weiß ich nicht jenes. Ihr müsst doch mal hinterfragen und sachlich bleiben. Wenn ich ganze Zeit sage, wenn ein Muslim ganze Zeit über die Bibel redet und ich sage ganze Zeit, Jesus ist Gott, oh Gott soll ich recht leiten, das macht doch keinen Sinn. Beweis, ich muss ihn doch beweisen, warum mein Glaube der richtige Glaube ist. Und nicht irgendwelche Sätze immer droppen. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Albaner, hörst du mich? Albaner. Mein Lieber, möchtest du noch irgendwas sagen? Ansonsten hol ich deinen Nächsten rein, mein Lieber. Nein, hol den Nächsten rein. Oder möchtest du noch was sagen? Nein, nein, ich möchte nichts sagen. Das war einfach nur ein bisschen Talk. Aber danke für deine Worte. Möge der Jesus Christus dich segnen, mein Lieber. Ebenfalls, du kannst immer wieder. Habibi. Danke. Ebenfalls, Habibi. Hau rein. Ciao, ciao.